Ja, mach mal so, dass ich halt. So, ja, hast du? Das kannst du ausmachen. Okay, ich habe dich mir nicht zum Schluss gerade nochmal rangezoomt. Oh Gott. Eins, zwei, drei. Hallo ihr lieben Leseratten, nach einem Monat Sendepause bin ich endlich wieder bei euch. Ich danke allen, die mir die Treue gehalten haben und möchte mich ganz aufrichtig entschuldigen bei allen, die sich schon riesige Sorgen um mich gemacht haben. Mir geht es wirklich blendend, ich bin super gut drauf und unheimlich glücklich. Ja, allen Hatern da draußen, die mir Nachrichten geschrieben haben, die echt unterhalb der Gürtellinie waren, euch möchte ich auf den Weg geben, sucht euch doch endlich mal ein vernünftiges Hobby, irgendeine Beschäftigung oder ja, macht mal so eine Entspannungskur im Lendenbereich, das kann auch so manche Blockade lockern. Nun aber zu den Gründen, warum ich so lange Zeit ja YouTube abstinent war. Einmal war ich in meinem zweiwöchigen Sommerurlaub auf dem geilsten Klassentreffen der Welt in Halle an der Saale. Es war Bombe, mal alle wiederzusehen und hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, und da habe ich viel gedreht, viel fotografiert, auch meine ehemaligen Mitschüler, und da habe ich ein Special Video gedreht. Wir haben aber schon an dem Abend halt gesagt, keine Fotos, keine Videos auf Facebook oder YouTube, alles im privaten Rahmen. Allerdings hat mich das Video, das erste von drei Videos, schon 3 Wochen Arbeitszeit gekostet. Es ist auch echt super, super genial, leider nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und der zweite Grund, also der Hauptgrund und einer der schönsten Gründe, die es überhaupt geben kann, ist die Liebe. Ja, und alle Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, werden feststellen, irgendwas ist jetzt ein bisschen anders. Neues Sofa, ein etwas anderer Hintergrund. Ja, meine Bücherregale habe ich mitgenommen und ihr liegt richtig, ich bin umgezogen. Ja, mein Freund und ich haben den großen Schritt gewagt mit dem Zusammenleben. Das war jetzt nicht so ganz einfach. Am Anfang, wir mussten uns da auch beide erstmal so dran gewöhnen. Aber ich habe es durchgesetzt. Ich durfte alle 4 Bücherregale mitnehmen. Und er fragt auch, was ich eigentlich mit all den Büchern will. Aber wenn man mit einer Buchhändlerin zusammen ist und einer Leseratte, dann muss man das einfach akzeptieren. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz recht herzlich bei allen Umzugshelfern bedanken, auch wenn ihr meine Videos wahrscheinlich nicht seht, bis auf einen. Tausend Dank, dass ihr mir so zahlreich geholfen habt und dass das alles so schnell über die Bühne ging. Ja, und somit gibt es für euch ein paar neue Schauplätze. Das ist bestimmt auch dann nicht so langweilig. Natürlich wird es weiterhin einen Monatsrückblick geben und auch eine Sprechstunde. Und hier und da lasse ich mir natürlich auch wieder neue Sachen einfallen. Und natürlich geht es auch mit dem Gewinnspiel weiter, so wie versprochen. Einige Bücher hatte ich euch ja schon gezeigt, die bereits gekommen sind. Und mittlerweile ist auch die Jojo Moyes ein ganzes halbes Jahr eingetroffen. Und ich warte noch, ihr werdet es kaum glauben, auf einen signierten Dan Brown Inferno. Und der Arena Verlag hat mir sage und schreibe 6-mal von Rainer Weckwerth das Labyrinth erwacht geschickt. Um ein bisschen Portokosten zu sparen, und ich möchte natürlich gerne alle verlosen, wäre es toll, wenn sich 5 Gewinner bereit erklären würden, das Buch hier bei Thalia abzuholen. Das wäre echt Sahne. So, und an dieser Stelle werde ich den nächsten Hinweis aus dem Pool fischen. Ein Großbuchstabe. Dann hat endlich die Übergabe von Leseratte Mistet aus Teil 3 stattgefunden. Die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und euch da 2, 3 Bilder einspielen.
Mein nächstes Video werden dann auf jeden Fall Neuzugänge, Neuzugänge, Neuzugänge sein. Die stapeln sich bei mir schon auf dem Boden. Mein Freund kriegt schon eine Krise, aber das drehe ich auch so schnell wie möglich ab. Und dann gibt es noch Folgendes. Ja, ich sorge heute Morgen für ein total unentspanntes Frühstück mit meinen Kollegen. Ich habe alle gefragt, wer mich filmen will, habe natürlich die falsche Mikrocard eingesteckt, aber jetzt ist alles geklärt. Ich wollte euch nur sagen, dass ich demnächst hier bei Thalia ein Special-Video drehen darf. Ich habe jetzt endlich eine Genehmigung. Ihr könnt dann sehen, wie ich Ware auspacke, wie ich Kunden bediene etc. pp. Schickt mir einfach eure Wünsche, was ihr sehen wollt und dann wird es bestimmt ein ganz tolles Video. Ich bin froh, wieder da zu sein. Danke für eure Ausdauer, eure Geduld und bis zum nächsten Video. Eure Leseratte. Macht's gut. Tschüss.